Einen wunderschönen Vormittag und willkommen hier beim Team Trade des Tages. Es ist wieder soweit, die Woche startet mit dem Montag und wir dürfen euch heute wieder recht herzlich einladen, ja, später live dabei zu sein um 14.15 Uhr. Und heute geht es auch wieder los, gerade nach dem großen Terminverfall, den wir jetzt ja auch am Freitag gesehen haben. Das war natürlich ein wichtiger Punkt mal zu sehen, natürlich auch mit dem Zinsentscheid davor. Wie geht es weiter? Wie sieht jetzt diese Woche aus? Gut, wir erkennen ja, dass es erstmal ein bisschen ruhiger gestartet hat. Hat auch ein bisschen was mit dem Feiertag zu tun am Montag, also heute für die Amerikaner. Nichtsdestotrotz werden wir da heute mal drauf schauen, ja, mit welchen Bewegungen wir uns dann da vorbereiten, positionieren werden. Das betrifft natürlich sowohl den US-Markt als auch natürlich den DAX. Und vor allem haben wir einen ziemlich interessanten Wert gefunden, der jetzt bei uns auf Radar gestoßen ist. Und zwar Kupfer. Da werden wir gleich auch nochmal charttechnisch drüber sprechen. Und ich würde sagen, damit machen wir auch direkt weiter. Wir gehen in die Charts rein und fangen auch mal beim DAX an. Und das ist nämlich der Punkt. Es tut sich aktuell gar nicht so viel heute. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht die Überraschung. Ja, aber gerade hier sind wir aktuell tatsächlich beim DAX noch relativ neutral eingestellt. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen, wir haben dann am Freitag uns tatsächlich entschieden, nichts zu machen und gerade diesen Terminverfall abzuwarten, also sprich jetzt diese neue Woche heute abzuwarten. Und das wird nämlich ein neuer Punkt sein, das Ganze hier neu zu bewerten, weil gerade hier, wie man erkennen kann, der übergeordnete Abwärtstrend, der ist natürlich nicht gebrochen, der ist noch intakt, da ist halt erstmal noch nichts verändert. Wir haben jetzt zumindest noch so ein leichtes Aufbäumen sehen. Das hat auch ein bisschen was mit den einzelnen Werten zu tun des DAX, dass es hier natürlich auch jetzt entscheiden wird, die sozusagen auf Messerschneide liegen an einem bestimmten Punkt. Darüber werden wir dann aber auch später nochmal sprechen, also über den DAX, ja, wo wir denn hier zumindest mal eine gewisse Bereitschaft zeigen, was wir denn denken oder wie wir uns hier bereithalten eben, beim DAX und generell auch beim Nasdaq aktiv zu werden. Nur aktuell müssen wir eben schauen, dass sich hier natürlich was eindeutig zeigt. Und aktuell ist da noch nicht so viel Veränderung. Deswegen können wir das Ganze für uns nutzen tatsächlich und uns hier eben entsprechend vorbereiten. Aber ihr habt das ja von unserer Seite auch schon gehört. Gerade da haben wir uns ja auch schon letzte Woche long zumindest mal positioniert, also vorbereitet, gerade auch beim Thema Dow Jones. Und das sind so Punkte, werden wir nochmal heute drüber schauen, wie das noch weiter Bestand haben wird. Aber aktuell sind wir da noch ganz klar long eingestellt, zumindest vorbereitet. Aber nicht nur beim Thema der Märkte, nein, sondern gerade auch beim Thema der Rohstoffe. Das ist so ein Punkt, ja, ein Gebiet, das wir uns ja auch hier regelmäßig ansehen. Und jetzt ist mal ein ziemlich interessanter Zeitpunkt beim Kupfer nämlich passiert. Wir sind hier wieder unter die 4 US-Dollar gekommen. Und wenn man sich mal so den gesamten Chart ansieht, dann sieht man, dass das zumindest schon eine bedeutende Stelle ist, gerade weil wir Februar 21 diesen wahnsinnigen Run hier im Kupfer gesehen haben. Da sind wir ja von 3,50 auf 4,30 hoch. Das war ja diese enorme Rallye, die wir da gesehen haben. Und interessant an dieser Stelle war eben, dass sich dort dann die Unterstützung abgebildet hat. Ja, das Ganze ist halt, wie gesagt, 21 passiert. Das hat sie dann halt nochmal im August bestätigt. Und jetzt aktuell sind wir da eben auch relativ zügig zurückgefallen. Das sieht man hier auch ganz klar, also den letzten Juni, also den gesamten Monat hinweg hier nach unten. Und das ist eben so eine interessante Stelle hier, weil wir hier nämlich davon ausgehen, dass es tatsächlich zu einer relativ interessanten Rebound kommen dürfte. Man muss hier ganz klar unterscheiden. Es geht hier nicht darum, dass wir uns hier nach oben erholen. Ja, das Ganze geht hier nicht in eine V-förmige Erholung rein. Aber wir sehen hier eben in kurzfristigen konkrete Rebound-Chancen. Und auch hier in dem Bereich der 4.11 wäre das schon eben ein interessanter Gedanke, das eben mitzugehen, gerade weil wir hier an der Stelle nämlich unserer Meinung nach ein super CRV haben, was eben dann den Durchbruch angeht, wenn es dann eben nicht hier halten sollte. Es ist natürlich die Frage, gut, Kupfer an der Stelle, ist das denn so ein starker Rebound? Wann hat Kupfer das denn bitte gemacht? Und wir sehen es auch direkt im Chart relativ häufig sogar. Also gerade hier erkennt man schon ganz gut, dass gerade die Trendumkehr, wenn man das da so nennen kann, wahnsinnig schnell im Kupfer erfolgt ist. Das hat sich hier, wie man erkennen kann, ich gehe einfach mal mit der Maus rüber, wahnsinnig häufig erfolgt. Also so abwegig ist das nicht, dass wir hier beim Kupfer gerade an der Stelle auch mit einem wirklich kurzfristigen Rebound rechnen, dass das Ganze relativ schnell geht. Wir müssen natürlich mal schauen, wohin das jetzt hier wirklich noch gehen kann. Ja? Also 4.11 ist natürlich so die erste Zone. Wir werden das Ganze natürlich später nochmal neu bewerten. Aber was wir hier natürlich schon mal sagen können ist, vorhin war sie ja noch bei 3,97 und aktuell ist sie schon dabei, diesen Rebound zu starten. Also aktuell geht der Gedanke auf und wir haben uns deswegen da auch schon mal ein Produkt rausgesucht, um eben von dieser Bewegung zu profitieren. Dementsprechend knüpfen wir da aber auch später um 14.15 Uhr nochmal genauer drauf an. Und das war es auch erstmal soweit von der charttechnischen Perspektive. Um da eben konkret aktiv zu werden, haben wir da folgendes Zertifikat vorbereitet. MA4LH5, das Ganze mit einem Hebel von 10,19 und der K.O. liegt bei 3,60 Dollar. Und was wir dann eben konkret damit vorhaben, wie wir da aktiv oder wie wir uns das vorstellen können und natürlich nochmal ein kleiner Blick auf die Märkte jetzt zur zweiten Hälfte des Jahres sozusagen. Dazu soll es dann später gehen. Also schon mal bereithalten, Account erstellen unter heavytraders.live und dann sehen wir uns später um 14.15 Uhr zum Teamtrade des Tages. Bis dahin.